Hi zusammen, in meinem letzten Video habe ich angefangen, eine hübsche kleine Vintage Candy Bar selbst zu bauen. Die Base steht jetzt soweit. Und jetzt zeige ich euch, wie ich sie so fertigstelle, dass ich sie sofort auf die nächste Hochzeitsparty mitnehmen könnte. Zunächst einmal fehlt natürlich ein Schriftzug. Da muss unbedingt Candy Bar draufstehen. Dafür drucke ich mir zuerst Buchstaben in der passenden Größe aus, schneide sie aus und klebe sie auf Bastelsperrholz. Dann schneide ich diese mit Hilfe meiner Dekopiersäge aus. Ihr braucht natürlich nicht unbedingt eine elektrische, eine ganz normale Laubsäge tut es auch, dauert halt etwas länger. Anschließend male ich die Buchstaben schön an und wenn sie getrocknet sind, klebe ich sie auf mein dafür vorgesehenes Holzbrett auf. Dafür habe ich einen Universalkleber verwendet. Jetzt geht es an die Deko. Für das schräg eingesetzte Regalbrett habe ich mir bei IKEA drei Blechübertöpfe in einem schönen Mintton gekauft. In die Böden bohre ich Löcher und montiere sie dann mit einer großen Unterlegscheibe direkt auf das Regalbrett. Hierfür verwende ich auch wieder den Bohrschrauber, den ich von Skill zur Verfügung gestellt bekommen habe. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Damit ich später die Papiertüten für die Süßigkeiten aufhängen kann, montiere ich an jede Seite jeweils zwei hübsche Vintage-Haken, die ich im Internet bestellt habe. Auch dazu der Link in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Beleuchtung. Ich möchte eine batteriebetriebene LED-Lichterkette in das Candy Bar-Schild einbauen und bohre dafür erst einmal Löcher. Anschließend stecke ich die Birnchen von hinten durch die Löcher. Sie sitzen so stramm, dass sie von alleine nicht rausfallen können. Das Kästchen mit den Batterien wird jetzt einfach nur noch hinter dem Schild festgeklebt. Jetzt nur noch mit ein paar Gläsern und ganz viel Candy bestückt, ist meine Candy Bar fertig und die Party kann beginnen. Sie ist nicht so groß, sodass sie auch noch gut transportiert werden kann und gut gefüllt reichen die Süßigkeiten für eine Menge Gäste. Und falls die erste Füllung nicht reicht, können in dem Korb unter der Ablagefläche Süßigkeiten zum Nachfüllen deponiert werden. Die Anleitung zu meiner Candy Bar findet ihr wie immer auf meiner Webseite. Folgt mir gerne auch auf Instagram, da könnt ihr immer mitverfolgen, an welchen Projekten ich gerade arbeite. Bis zum nächsten Mal!